Hallo, Hallöchen und willkommen, meine lieben Star Wars Freunde, zum Star Wars Montag hier auf Ben Masterful. Ich weiß, das Video kommt einen Tag und ein paar Stunden zu spät, aber ich hatte gerade am Sonntag und auch am Montag noch so ein bisschen im Real Life ein paar Sachen, um die ich mich wirklich kümmern musste, wollte und ich konnte halt keine Videos drehen. Deswegen geht es ein bisschen verspätet in diese Woche und wir beginnen mit Rey. Star Wars Tindose Rey, so sieht sie aus, mega geil. Also diese Sammeldose hat es auf jeden Fall verdient, irgendwo in einem Regal zu stehen. Hier natürlich das typische Kylo Ren und mit seinem roten Laserschwert. Ja, mega cool, von hinten sieht sie so aus, Star Wars Force Attacks, also The Movie Card Collection Serie 4. Und ja, also... mit dieser Serie kann Tops eigentlich gar nicht viel falsch machen. Das Plastik ist schon entfernt, weil ihr wisst ja, ich mache vorher immer die Fotos und jetzt mal gucken, wie diese Dose von innen aussieht. Was ich bei den Sammeldosen viel, viel geiler finde als bei Tops. Was ich bei den Sammeldosen von Tops geiler finde als bei den von Panini ist das hier. Diese Prägung auch nochmal. Hier sieht man zum Beispiel BB-8. Also das ist schon... mega geil, das gefällt mir so gut, dass ich jetzt 30 Sekunden dieses Videos verschwende, nur um das hier nochmal zu zeigen. Also es ist mega geil, diese Sammeldose ist der Burner. Von innen, okay, hier ist jetzt nur so ein bisschen Plastik drin, da ist auch nichts weiter unter. So, und dann haben wir hier die, so hinstellen, oh. So, hier haben wir die Karten, leider sieht man oben gleich schon Rey limitierte Auflage. Ah. Ja, Rey schon auch von hinten, boah, da fallen sie hier glatt vom Tisch. Von hinten sehen die Karten so aus, ist das nicht der absolute Wahnsinn? Wow, also, yeah, yeah, es ist einfach nur Star Wars. Ja, wie fangen wir, Power Bonus heißt das hier. Okay, die gucken wir uns am Ende nochmal an. So, hier haben wir dann auch nochmal verdrehte Karten, wieso, weshalb, warum, keiner weiß es. Alles verdreht, Tops, das mag ich doch nicht. Die kennen mich mittlerweile noch nicht, also das haben die bestimmt nur wegen mir gemacht jetzt, so. Gut, hier haben wir natürlich auch nochmal Spielregeln, kennen wir. Aus den verschiedensten Serien kommt bei mir auch immer mindestens eine mit in die Sammelmappe mit rein. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Ich werde jetzt die nächsten Tage oder in den nächsten ein, zwei Wochen auch noch gegen Dennis PAX United ein Spielchen machen. Das Duell mit Star Wars Force Attacks. So, hier geht's los mit Sondendroide. Dann habe ich hier den Todesstern. Auch diese Serie ist natürlich dabei. Kampfstation. Dann A-Flügel-Sternenjäger, ein Schiff. T-Abfangjäger. Dann gibt es hier Schneespeeder. Kennt man aus Episode 5. Und dann hier Owen Lars. Und ja, Han Solo. Moff Jirjirot, ein Stormtrooper. Das müsste einer aus Episode 7 sein, denn ich vermute, dass man hier hinten, also als Hintergrund, das, ich sag jetzt mal, ja, das Logo von The First Order sieht. Also die Erste Ordnung wird das ja im Deutschen übersetzt. Im Englischen klingt es mit First Order natürlich viel, viel cooler. So, FX7, medizinischer Droide. Dann gibt es Rey. Ja, es gibt viele, um ihren Zauberstab, sage ich jetzt mal, um ihren Stab gibt es viele Gerüchte und viele Fanfictions. Also viele Fans haben da schon ihre Ideen zu geäußert, was denn das für ein besonderer Stab sein kann. Hier sieht man ihn auch nochmal. Es gibt nämlich kein Merchandise, wo Rey ein Laserschwert in der Hand hält, sondern immer nur diesen Stab. Deswegen scheint dieser Stab nochmal eine besondere Gewichtung in Episode 8 zu bekommen. Hoffe ich mal. So, Losantekka. Und hier nochmal Rey. Powerbonus. Ui. Ist sie hier geschminkt? Was würdet ihr sagen? Im Film sah sie nicht so aus. Uiuiui, also für die Karten extra nochmal geschminkt worden wahrscheinlich. Sturmtruppe. Obi-Wan Kenobi Episode 4. Captain Phasma. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, Captain Phasma ist eine Frau. Ja. Ja. Denn die Klontrupper, die Sturmtruppen, Klontrupper sind es ja nicht mehr, es sind ja jetzt Sturmtruppen. Die Sturmtruppen sind jetzt keine Klonkrieger mehr, sondern bestehen aus echten Soldaten, die seit Kindheit
seit der Kindheit ausgebildet worden. In Episode 7 spielt, glaube ich, 40 Jahre nach Episode 6. Also da gab es genug Zeit, neue Soldaten auszubilden. Und ja, es gibt Männer und Frauen bei den Sturmtruppen. Und Captain Phasma soll nicht die einzige sein. So, Han Solo. Dann hier nochmal, was haben wir hier mit Chewbacca? Power Bonus plus 4. Dann hier Flammentruppler. Uiuiui, Episode 7 ganz am Anfang. So, Power Bonus. Dann hier Poe's X-Flügel-Sternjäger. Ja, Poe Dameron, einer der neuen Stars aus Episode 7. Amanaman. Keine Ahnung, wo der jetzt drin vorkommt. So, der Muftak, Episode 5, der greift Luke Skywalker an. Salacious B. Crump, Episode 6 müsste das sein. Ein Jawa, Plünderer, fast Episode 5 auf jeden Fall. Ich glaube 3 auch, 1, Episode 1, also die Jawas. Oh, hier Prinzessin Leia als Strike Force. Ich hoffe, dass die Sammelmappe diesmal so konstruiert und gemacht wurde, dass es zwischen den schönen Strike Force-Karten und den Base-Karten und den Star-Karten keine Lücken gibt in der Sammelmappe. So, T-Abfangjäger. Man sagt ja T. Chewbacca als Star-Karte hier. Co-Pilot. Dann haben wir hier Finn. Ja, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wo er herkommt. Er ist nämlich einer dieser ausgebildeten Soldaten, wobei, wenn man ihn sieht, würde man nicht unbedingt vermuten, dass er seit seiner Kindheit ausgebildet wird. So, hier Millennium Falke, ein Schiff, Abwehr 82, Angriff 79, Boba Fett aus Episode. Ich verwechsel Django und Boba sowieso immer, deswegen sage ich jetzt nichts. So, EV-9D9 müsste Episode 5 sein. R2-Q5 kann ich jetzt nicht sagen, aus welchem Film der ist. Ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Bib Fortuna. Episode 6 auf jeden Fall. Und hier haben wir BB-8. Der kleine neue Freund von Rey hier auf der Sammeldose auch mit drauf. Ich will ihn mir noch holen. Es gibt ihn ja irgendwie als kleines ferngesteuertes Spielzeug. Muss ich haben. Muss ich haben. So, hier nochmal TIE Fighter, auch hier im Hintergrund wieder vom Strike Force, ein First Order Hintergrund. Basis 1, ein Schiff. Dann hier ein neuer TIE Fighter, X-Wing, nicht TIE Fighter, ein neuer X-Wing aus Episode 7. Millennium Falke. Aus Episode 6 müsste der sein. Ne, 5, ne, 4, verdammt. 4, Episode 4? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Episode 4 wurden die doch Luke, Han Solo, Leia. Wurden sie doch angesaugt vom ersten Todesstern? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe Episode 4 vom Kino nicht gesehen, nur 1, 2, 3, 5 und 6. So, hier R2-D2. Astromechanischer Droide, genau, das ist die richtige Bezeichnung. Ori Marco. Und hier Trainingsdroide kennt man auf jeden Fall aus Episode 4, gab es die ja auch schon. Und bei den Jünglingen in Episode 2. Angriff der Klonkrieger kam sie auch öfter vor, am Anfang in den Trainingsräumen. So, hier Darth Vader. Ja, um seine Person gibt es ja auch Gerüchte, beziehungsweise kommt er hier noch. Ich muss mal kurz durchgucken, nicht, dass ich hier jetzt irgendwas vorweg nehme. Nein, bleiben wir kurz bei Darth Vader. Es gibt ja Fanfiction, Fantheorien, dass Snoke, dass das eventuell Darth Vader sein könnte. Wieso, weshalb, warum? Haha, erzähle ich ein anderes Mal. So, Obi-Wan Kenobi Episode 4 und Poe Dameron, der neue Star aus Episode 7. Hier nochmal wieder X-Wing und Han Solo, der junge Han Solo in Episode 7. Ja, General Hux, genau. Auch ihm soll in Episode 8 eine bedeutende Rolle zukommen. Bin ja gespannt. Ebenso wie Captain Phasma für mich in Episode 7 ein bisschen zu kurz gekommen. Und hier nochmal ein Strike Force von einem X-Wing. Und dann, last but not least, Power Bonus Rey. Ja, also Rey finde ich einfach klasse. Es gab schon ein, zwei Leute, die haben mir bei Facebook einen Amazon-Link geschickt mit Rey als lebensgroßer Pappfigur. Finde ich ja total geil. Aber 50 Euro... ist schon ein bisschen viel. Ich habe schon überlegt, sie bei den Mail Days und so immer als Hintergrund hinzustellen. Irgendein YouTuber hat das ja auch mit Scarlett Johansson. Wie heißt er denn hier? David Hein, der hat das ja mit Scarlett Johansson immer gemacht. Ich fand das schon cool, wie er das gemacht hat, aber für mich wäre das natürlich noch cooler mit Rey. Also, wenn ihr Rey bei den Mail Days und What is in my Back Videos als Pappfigur im Hintergrund sehen wollt, gebt mir
Gib diesem Video mal einen richtig fetten Daumen und schreibt mir das natürlich auch gerne in die Kommentare, Leute. So, das war sie, die wunderschöne, mega geile Sammeldose. Tada, hier ist sie nochmal. Ja, einfach nur geil. So, meine lieben Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir sehen uns morgen. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.